für mich war es immer sehr schwierig, weil ich war allein als Kind und weit und breit kein Mensch. Also ich war nur auf meine Eltern angewiesen, womit soll ich denn spielen? Meine Mutter kriegte also irgendwie so einen plötzlichen Stich, wie sie mir dann später erzählte, und sagte, um Gottes Willen, der Junge wird Schauspieler. Ich übe den flüchtigsten Beruf aus, den es gibt. Nichts bleibt davon, gar nichts. Man macht eine Geste und sie ist verloren. Mein Krickelkrackel. Lustig gewordener Denker. Eigentlich lache ich sehr gern, aber man kommt so selten dazu. Die Institution Theater widerspricht dem dauernd, weil die Institution alles für sich verbraucht. Sie tut doch bloß so, als ob sie die Talente freisetzt. Ja, freisetzen tut sie sie, indem sie sie nicht beschäftigt. Da war ich schon 40 und traute mich irgendwie mehr, habe ich dann erfunden, dass das Schönste für mich Tanzen ist. Ich bin eigentlich kein sogenannter Fan von der Theorie, dass die Arbeit den Menschen beseligt oder edel macht. Aber Kunst ist keine Arbeit. Es ist verbunden mit ungeheuren Anstrengungen und kurz ist die Freude. Die Premiere dauert eine halbe Stunde danach, wo dann alle einen ablecken, wenn man gut war. Und deswegen, ich gebe auch gerne zu, dass ich Angst habe vor dieser Arbeit.